Setz dich. Willst du was trinken? Einen Saft? Gern. Ich habe Angst vor Rolf. Ich glaube, er will uns fertig machen. Wegen des Freizeitparks. Er kauft immer mehr Land auf. Ein paar von unseren Nachbarn hat er schon in der Tasche. Aber solange ihr nicht verkauft... Wenn Rolf sich was in den Kopf setzt, geht er über Leichen. Dann macht er auch für unser kleinen Finker nicht halt. Ich weiß nicht. Rolf ist ehrgeizig. Okay. Aber er würde euch doch niemals einfach so von Haus und Hof vertreiben. Wie denn auch? Was Rolf will, setzt er durch. Irgendwie und ohne Rücksicht auf Verluste. So war er schon immer. Das ist aber nur eine Seite von ihm. Vergiss nicht, was er für uns getan hat. Ohne ihn würden wir uns jetzt irgendwie in Deutschland durchschlagen. Er hat uns diese Chance gegeben. Ja, weil er von euch profitiert, nicht weil er einen Anfall von Menschlichkeit hatte. Für ihn steht eure Finca eben rein zufällig in seinem Erschließungsgebiet. Und darum muss er mit euch verhandeln. Basta. Und das glaubst du? Ich frage mich inzwischen, ob unsere Finca wirklich so zufällig im Weg steht. Hey, Julia! Hey, was machst du denn hier? Ich mache einen kleinen Spaziergang. Ich genieße die Ruhe. Dann störe ich dich. Überhaupt nicht. Das Pferd ist wunderschön. Gehört's dir? Meinem Cousin. Verstehst du was von Pferden? Eigentlich nicht. Was ist das für eins? Ein Andalusier. Ich dachte immer, das sind Hühner. Ja, du hast recht. Es gibt auch Hühner, die so heißen. Aber die sind zum Reiten weniger geeignet, ne? Die Andalusier sind die stolzesten Pferde unseres Landes. Nur vergleichbar mit den Lusitanern. Außerdem haben sie sehr berühmte Verwandte. Die Hannoveraner? Nee, die Lipizzaner. Und die Oldenburger. Du bist ein richtiger Fachmann. Ja. Jetzt bin ich aber mal dran. Hey! Wir spielen, der Schätzsessel ist nichts für dich. Das werden wir sehen. Hörst du wohl auf? Das ist Majestätsbeleidigung. Mein! Ach, komm sofort runter, sonst gibt's nicht mehr Revolution. Hi. Aber was ist denn hier los? Mit dem Lärm kann man ja nicht mehr in Ruhe telefonieren. Dann geh doch ins Büro. Das kann ich auch. Nennen Sie das etwa Arbeit? Der Sessel ist super. Fehlt nur noch die dicke Havanna. Hoffentlich schmeckt Ihnen wenigstens mal ein Drink. Stefanie hat mich eingeladen. Eben war sie gerade noch da. Wollten Sie nicht mit Ihrem Partner zusammen um die Vorräte auf der Yacht kümmern? Das machen wir heute Nachmittag. Das will ich auch hoffen, sonst gibt es nämlich Ärger. Den gibt es übrigens auch, wenn dieser Lärm nicht augenblicklich aufhört. Reiten war immer mein großer Traum, schon als Kind. Und? Ist im Traum geblieben? Leider. Meine Eltern hatten kein Geld dafür. Wenn du willst, kann sich dein Traum erfüllen. Ja, ich bringe dir das Reiten bei. Kostenlos. Außerdem brauchst du kein Pferd. Mein Cousin Carlos hat 7 davon im Stand. Ist das dein Ernst? Ja, er vermietet sie an Touristen. Ich meine das mit dem Reiten. Ja. Von mir aus können wir gleich anfangen. Hier? Keine Angst, totes Zahn wie ein Kätzchen. Aber ich habe noch nie auf einem Pferd gesessen. Dann ist heute eben das erste Mal. Außerdem sitze ich hinter dir, es kann also gar nichts passieren. Na los, nicht lange überlegen. Carmen, heute früh hat jemand vom Vermessungsamt angerufen. Ich habe die Nummer aufgeschrieben. Herr Stein möchte bitte zurückrufen. Angeblich ist es sehr dringend. Ich sage ihm Bescheid. Aber Sie vergessen es auch nicht, ja? Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Entschuldigung. Ich habe nur über etwas nachgedacht.
mal kurz draußen. Frische Luft schnappen. Ich hab dir gleich gesagt, er kann mir nicht leiden. Kannst du mal eine andere Platte auflegen? Er hat am liebsten das Wasser aus dem Pool gelassen. Ja, und? Er beruhigt sich auch wieder. Der Sessel gehört ja ihm? Ja. Warum? Weil ich drin gesessen habe. Das hat ihn wahrscheinlich am meisten geärgert. Ihm gehört ja alles. Bist du jetzt fertig? Interessiert dich das überhaupt nicht? Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum du so ein Theater deshalb machst. Paps hat der Lärm gestört. Ja, und was ist dabei? Er hat gesagt, für seine Angestellten ist der Pool tabu. Ich glaube, er meinte weniger den Pool. Er meinte mich. Er mag überhaupt kein männliches Wesen, das sich nur im Entferntesten für seine Tochter interessiert. Paps ist ebenso. Und findest du das okay? Rolf kennt nur zwei Sorten von Menschen. Die, die ihm nützlich sind und die ihm nicht nützlich sind. Solange du zur zweiten Kategorie gehörst, hast du sowieso keine Chance. Hat dich jemand gefragt, Kleines? Vielleicht sollten wir besser das feindliche Terrain verlassen. Ich lade dich auf einen Drink ins Diagonal ein. Also, ich fühle mich ganz wohl hier. Ich bin mit Dortmund Mark verabredet. Wir könnten ja mal vorbeischauen. Und was ist mit mir? Mein Angebot von eben steht noch. Du kannst gerne hier bleiben. Hallo. Lange nicht gesehen. Hallo, Carmen. Ich habe gedacht, du hättest mal angerufen. Aber offenbar warst du in der letzten... Ich bin erst heute Morgen angekommen. Um Ausreden warst du nie verlegen. Du kannst mir ruhig sagen, wenn du letztes Mal nicht zufrieden warst. Ich habe euch noch gar nicht vorgestellt. Das ist... Macht ja keine Umstände. Ich weiß sowieso Bescheid. Lassen Sie mich raten. Sie sind Stewardess. Woher wissen Sie das? Das ist nicht schwer. Wo Andreas ist, sind auch Stewardessen. Bevor du weiterredest, darf ich dir vielleicht sagen... Und Sie arbeiten auch bestimmt bei derselben Airline. Ich fliege überhaupt nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Dann kennen Sie Andreas wohl schon länger. Ja, schon ziemlich lange. Wenn das so ist, dann haben Sie sicher auch schon seine bedauernswerte Frau kennengelernt. Ich meine, seine Ehefrau. So bedauernswert finde ich sie gar nicht. Im Gegenteil. Sie ist die glücklichste Frau, die ich kenne. Ich kann das beurteilen. Ich bin seine Frau. Seine Ehefrau. Achte darauf, dass der Rücken gerade bleibt. Okay. Und nicht mit den Händen aufstützen. Das will sie überhaupt nicht. Okay. So, wie fühlst du dich? Wunderbar. Ich möchte gar nicht mehr absteigen. Von mir aus können wir noch eine ganze Runde drehen, ne? Mein Cousin Carlos weiß sowieso Bescheid, dass ich... Bleib ruhig sitzen, ich komme gleich zurück. Hey, was soll das? Was machen Sie hier? Warum wollen Sie das wissen? Zufällig wohne ich hier. Also verlassen Sie sofort das Grundstück, sonst hole ich die Polizei. Tut mir leid, ich habe meine Order. Ich kann mir schon denken, von wem. Aber leider hat der feine Herr auf diesem Grund um Boden nichts zu sagen. Hä? Also packen Sie Ihre 7 Sachen und verschwinden Sie. Ich tue nur meinen Job. Wenn Sie sich beschweren wollen, wenden Sie sich bitte an meine Behörde. Das werde ich tun. Verlassen Sie sich drauf. Was ist denn los? Sie vermessen unser Grundstück. Wer hat Ihnen den Auftrag gegeben? Das kann nur Rolf Stein gewesen sein. Der will hier einen Erlebnispark bauen. Ich muss meinem Vater Bescheid sagen. Okay. Oh. Ich bin allein zurück. Beeil dich lieber. Wegen der Reitstunden reden wir noch, okay? Oh.